Aber ich habe auch nicht so Bock jetzt zu warten. Bis ich dann mal wieder so viel Kohle zusammen habe, dass ich dann auch wieder was machen kann. Da ist doch ein Techniker dran. Was denn, wo denn jetzt? Oha, ein Bongo ist frei. Das lag da, ich habe mich gerade voll erschrocken. Aber es hat er nur getäubt. Ich dachte, spinnt wohl. Gut, wenig Geld bleibt so. Ich nehme jetzt den Kredit auf. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Aber ich muss jetzt halt echt Kohle generieren. Ne? Also die werden mir wahrscheinlich ordentlich im Nacken hängen, wenn die ihr Geld nicht wieder kriegen. Scheiß Banken. Da werde ich zwar nebenbei ein bisschen rumschmatzen, aber ich versuche das so leise wie möglich zu machen. Es ist halt Mousse, ey. Im Prinzip kann ich es fast runterschlucken. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich fange direkt an, das Geld zu verschleudern. Tier freilassen, geht nicht. Genau, irgendwie steht das so im Aua. Ich sterbe gerade. Ich wollte mal in so einen Tiermarkt reingucken. Und immer wenn man Bargeld bezahlt, Bargeld alleine. Ich gehe da hin und kaufe das einfach so für 220 Mark so einen Strauß auf die Kralle. Auf dem Wochenmarkt. Aber ich kann Verhütungsmittel anwenden. Nö, ich lass die mal weitermachen. Ich meine, man kann ja Tiere, die zu viel werden, ja verkaufen oder halt freilassen. Das ist ja, als würde man die Produktion aufhalten. Ich weiß nicht mehr, was ich nachgucken wollte. Ich weiß nur, dass ich es da nicht gefunden habe. Mal hier so ein Baby in der Tierkamera angucken. Oh. Hat so richtig den Catwalk-Blick drauf. Hast du fein gemacht. Stolz hier ist wie eine große. Aber es ist ein männliches Model. Das bedeutet aber, dass wenn die groß sind, müssen die raus. Weil so ein Männchen teilt nicht seine Mädels. Wäre auch ein bisschen weird mit der Mama. Aber ich glaube, im Tierreich ist das manchmal so. Oh. Irgendwas hat er geknirscht in meinem Brei. In meinem Rübenmus. Ja, Bananen stauen sich auch voll im Dschungel. Der Boden sieht überhaupt nicht dschungelmäßig aus. Ja, das darf auch ruhig ein bisschen zugeschissen sein. Also die sollen ruhig, also nicht zugeschissen. Im Sinne von zugeschissen. Ich hätte gerne noch ein paar moosbedeckte Steine oder sowas. Achso, man kann so eine Wurzel hinlegen. Obwohl, einen so einen richtig fetten Felsen kann ich doch irgendwo mal hier hinstellen. So ein Monsterfelsen, ja. Warum eigentlich nicht? Eigentlich brauchen die noch viel mehr Pflanzen. Garten? Achso, das ist so, ja, das ist sowas hier. Zerwort. Guck mal, da kann ich auch noch ein bisschen hier. Also hier muss richtig Pflanze rein. Ist teuer. Aber ich würde auch nochmal. So die Mitte muss immer so ein bisschen frei bleiben, ne? Dschungel, da sind ja alle möglichen Pflanzen. Da kannst du reinstellen, reinstellen, reinstellen. Wenn das dschungelmäßig sein soll. Also das ist, für mich ist das dschungelmäßig genug. Na, es könnte noch mehr, aber ich muss ja noch ein bisschen auf meine Kohle achten. Achso, was ist hier los? Unter niedrigem Wohlbefinden, das kann nicht sein. Was ist los bei dir? Mit dem sozialen Wohlbefinden. Ja, aber warum? Gestresst sogar. Aber was hat den Stress verursacht? Da. Stress. Und versucht sich zu verstecken. Ey, warte mal, Alter. Ihr habt jetzt einen riesen Stall da im Gehege. Das wäre geil. Oh. Den muss ich doch noch irgendwo hinkriegen. Finde ich gut so, kann so bleiben. Was sagt die Klöck? 22.43 Uhr, geht noch ein bisschen. Mir fällt gerade ein, ich wollte da mal zwei Gehege draus machen. 1.148, aber wenn die zu 5 sind. Boah, Alter. Das hätte ich viel kleiner machen können, das Gehege. Nö, sieht schon gut aus so. Also, wenn man so will, ist auch eigentlich das noch viel zu klein. Aber das darf jetzt so bleiben. Salma ist gestresst, aber das müsste sich doch gleich widerlegen jetzt. Salma. Salma, komm. Ich habe die größte Hürde da hingebaut, die ich habe. Ich weiß nicht, was mit Salma los ist. Die schmiert mir gerade voll ab. Die sind beide gestresst. Aber weswegen? Was ist los mit euch, Ladies? Redet mit mir. Ich könnte mir vorstellen, mehr Vegetation. Aber allen anderen geht's hervorragend. Das ist nur Salma. Sollte ich vielleicht mal einen Tierarzt auf sie hetzen? Wird sie vielleicht krank? Guck mal jetzt. Na, kann sein, dass es zu Unrecht ist, aber sie verhält sich sehr merkwürdig. Da müssen wir jetzt mal gucken, was mit ihr los ist. Was? Tierwohlbefinden hat Aktivisten auf den Plan gerufen.
Ey Leute, ich weiß selber nicht, was mit meinem Tier los ist. Und ich möchte das selber gerade herausfinden. Chillt mal. Ich habe nichts gegen Aktivismus. Ich feiere das sogar, aber ich habe überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Ich bin bemüht. Quarantänephase überstanden. Okay. Oh nein, meine Pfauen alle. Oh, die werden alle krank, ey. Alle gleichzeitig. Oh nein. Was ist los bei euch? Was habt ihr? Bordetolose. Ja, ich habe halt auch von Krankheiten überhaupt gar keine Ahnung. Die Aktivisten feiern auch ab. Ich brauche jemanden, der an den Bordetolose forscht hier. Wer die Best? Ne, das muss Bob machen, ey. Bob, gib alles. Gib alles, Bob. Wir brauchen ein Heilmittel. Die kriegen wir gar nicht alle in den Quarantänebereich. Wie viel kriege ich da rein? 8 Tiere. Oh, shit. Alter, was ist hier los? Wie viele Tiere sind hier drin? Wahrscheinlich deswegen krank geworden. Zu viele Tiere hier drin. 33? Oh, shit. Oh, shit. 33? What the fuck, Mann? Ah, holy moly. Und die Jungtiere kann ich, glaube ich, noch nicht mal verticken. Du musst gucken, welche Tiere nicht krank sind, die jetzt weg müssen. Ja, die Jungs, die müssen auch bald weg. Gucken, ob man die freilassen kann. Dann würde ich es natürlich tun, sonst verkaufe ich die. Sie sind doch hier geboren, Saira, Ishani, Dia. Die sind schon fast 5 Jahre alt. Bezieht sich auf die Gefährdung der Art. Ah, okay, ach, das hat es damit zu tun. Weil Pfauen jetzt nicht so die gefährdeten Tiere sind, kriege ich dafür weniger Arterhaltungsstatus. Ja, man soll ja nur Tiere schützen, die kurz vorm Aussterben sind oder was. Ich glaube, ich bin fast ein bisschen durch jetzt für heute mit Planet Zoo. Alter, wie sieht das hier aus, ey? So viele Küken, die drehen alle voll durch. Ich muss die... Also 20 können in ein Gehege. Bei 20 ausgewachsenen Tieren wäre das Gehege noch groß genug. Ich muss allerdings noch weitere Futtertröge dahinstellen. Ich muss Pfauen loswerden. Ich muss ganz viele Pfauen loswerden. Die haben sich aber auch so schnell vermehrt, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Die ganz kleinen behalte ich. Ich habe nur 2 männliche Schildkröten, deswegen kommt da kein Nachwuchs. Sehe ich gerade. Wusste ich vielleicht auch mal, aber dann hatte ich es vergessen. Ach nee, die Kranken müssen wahrscheinlich bleiben. Die kauft mir bestimmt keiner ab. Also das Spiel ist ganz schön schnell. Ich dachte, du hast nachher, kriegst du voll die Verbindung zu den Tieren, weil du ja irgendwie von Anfang an mit dabei bist. Du kriegst das mit, wie sie zur Welt kommen und so und gibst denen den Namen. Aber es ist ja gar nicht so. Also die fliegen hier mit, werfen hier mit Tierbabys nur um sich und die bringen auch alle schon direkt einen Namen mit. Habe ich auf Freilassen geklickt? Okay, dann lasse ich die frei, die ich freilassen wollte. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich alle wieder neu auswählen, oder? Oh Mann. Warum schmeißen die mich denn jedes Mal aus diesem Fenster raus? So, ich verkaufe jetzt die ganzen Jungtiere. Als Schlangenfutter für einen anderen Zoo. Was klein und niedlich ist, darf bleiben. Alt und verbraucht muss weg. So traurig das klingt. Klein und niedlich macht mehr Geld. Erstmal wird jetzt hier eine generelle Verhütung veranlasst. Und einfach hier mal so eine Universalverhütung für alle aussprechen. Einfach mal ein paar Antibabypillen mit in die Körner rein. Ja, hier ist jetzt Schluss mit Rumgebumse. Ja, also bumsen könnt ihr von mir aus noch so viel wie ihr wollt, aber keine Eier mehr legen. Reicht. Okay, also wenn ich jetzt Play drücke, müsste sich das so langsam wieder irgendwie selbst regulieren. Ich hoffe, die kommen noch rechtzeitig. Ah, gut. Werden einfach weggebeamt. Ach, die sind auch noch da. Die Tieraktivisten. Ne, die gehen gerade. Oder was? Leute, ich höre euch. Aber was ist das Problem? Ich weiß nicht, was ich mit Salma machen soll. Das Tier ist gestresst. Und die Aktivisten stellen sich vors Gehege und schreien rum. Und was mache ich mit Salma? Die wird mir in Erinnerung bleiben. Die sorgt dafür. Ich werde nochmal pausieren und dann gucke ich jetzt mal in das andere schlaue Buch. Und google mal Stress. Und finde nichts. Soziales Wohlbefinden, ja. Ach da, Stress. Niederlagen im Kampf, Beobachtung durch Gäste. Beeinflussen nicht alle Tiere auf die gleiche Art und Weise. Diese Information kann in Zoopedia unter der Kategorie Beziehung zu Menschen nachgehen. Es gibt 3 verschiedene Level, scheu, neutral und selbstsicher. Tiere suchen sich einen Rückzugsort, verstecken sich oder klettern, um die Beobachtung durch Gäste zu vermeiden oder zu reduzieren und so ihr Stressniveau zu senken. Ein gutes Gehege verfügt über solche Rückzugsmöglichkeiten für scheue Tiere. Okay, aber ich habe doch nur diese Hütten. Können noch mehr Natur da reinstellen?
Ja, ich kann ja nichts zum Klettern reinstellen. Pflanzentrennschirm. Das klingt doch gut. Das kommt weg. Auch wenn das gar nicht so schlecht aussah, fand ich. Also es ging eigentlich sogar voll durch mit der Hecke. Aber ich möchte jetzt lieber diese Schirme nehmen, weil ich glaube, dass die nochmal einen anderen Effekt haben als die Barriere. Also was die Durchsicht angeht, ist das auf gar keinen Fall besser. Da kannst du durchgucken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht anders geradet wird. Ich bereue ein bisschen, dass ich die Hecke abgerissen habe. Ich fand es ganz gut. Also so rein optisch fand ich das fast besser. Okay, wir lassen mal weiterlaufen. Mal sehen, was das mit ihr macht. Und Stress geht wieder los. Ach, guck mal hier. Mal sehen, ob das was bringt. Ey, ich werde Salim mal gleich verkaufen. Und jetzt ist auch noch viel Müll vorhanden. Okay. Ich fühle mich dem nicht mehr gewachsen im Augenblick. Das nervt mich gerade alles. So. Salma geht völlig insane. Die weiß überhaupt nicht, was sie will. Die Aktivisten schreien ein stressiges Tier an. Klingt für mich nicht unbedingt nach Hilfe. Dann schmeißen alle ihr Müll durch die Gegend. Und. Ich habe auf einmal 40 Pfauen. Alle stecken sich gegenseitig an. So, spiele ich jetzt noch eine Runde Inscription oder gehe ich in die Falle?